Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Path of Exile. Ich wollte mal ein bisschen weiterspielen, habe ich auch gemacht. Und habe meinen Tempel ein bisschen weiter ausgebaut. Ein Labyrinth Run Video werde ich am Wochenende wahrscheinlich fertig machen. Obwohl ich dann nicht sehr viel Zeit habe, versuche ich es noch reinzuschieben. Gut, was ist mit meinem Templer passiert? Er ist momentan schon Level 51. Wie ihr sehen könnt, hat er schon ein bisschen mehr Power drin. Aber das Wichtigste. Wir sind aufgestiegen zum Hierophanten. Was bringt der Hierophant? Mit jedem Labyrinth-Run kriegt man ja Punkte gut geschrieben. Nicht, dass er jetzt denkt, oh, ich mache dann 10-mal das gleiche Labyrinth, habe ich alles voll. Nein, man kriegt nur für jede Schwierigkeit jeweils 2 Punkte, die man reinstecken kann. Und man kann diese auch nur zurückordern, indem man ein Labyrinth schafft. Also hier könnte ich jetzt nicht passiv wieder zurück wollen. Aber ich baue ja auf einem Templar, darum habe ich erstmal hier in die ersten 2 Punkte in Pursuit of Faith gemacht. Heißt, jeden Mob, den ich kille, werde ich stärker. Und wenn ein Totem da ist, haue ich schneller zu. Was wiederum den Umkehrschluss macht, wie ihr lesen könnt, je mehr Schaden ich an Gegnern mache, desto stärker wird mein Totem, desto stärker mein Totem wird, desto mehr killt mein Totem und wiederum werde ich stärker, was mein Totem stärker macht. Also ein aufgestaffeltes Ding. Dann hier noch so ein bisschen Mana und so und ich kann schneller Totems setzen, vor allem. Mein Totem macht ein bisschen weniger Schaden. Also 30% weniger Schaden, wenn ich 3 Totems habe, ja? Aber ich kann 3 Totems haben, das heißt, es ist scheißegal. Wenn ich ein Totem habe, geht es schneller, wenn ich 3 Totems habe, kloppen die alle rauf und tot. Ja, was habe ich sonst hier so gebaut? Ein bisschen auf Life, bisschen auf Life, bisschen auf Totem, bisschen auf Damage, aber sonst nicht viel. Meine Ausrüstung hat sich ja auch leicht verändert. Ich versuche gerade, ja, hier 1000 von diesen Scheißmünzen. Ich versuche hier gerade mich wieder so ein bisschen ein. Ich habe meine Waffe ausgetauscht. Ich hatte vorher eine Unique-Waffe. Kann ich euch auch gerne gleich noch zeigen. Aber die macht einfach mehr Schaden. Und ich krieg noch Life. Und der Attack Speed. Also, ich finde, die Waffe ist wesentlich geiler. Hier noch ein bisschen Vitality rein. Dann haben wir hier natürlich unseren Helm, den ich noch nicht verzaubert habe. Totem, Fast Attacks, Melee und so, wie wir es kennen. Dann hier nur das und Faster Casting, um es zu leveln. Der Rest ist eigentlich so geblieben. Okay, wir haben hier noch Cast with Damage Taggen mit Immortal Call, wo wir hier noch Enduring Cry haben, heißt. Wir kriegen für kurze Zeit auch dann keinen Schaden mehr. Und hier Sunna mit Multi-Strike, Stun und Elemental Damage. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich Stun durch Fortify austausche. Was wahrscheinlich keine schlechte Idee sein wird. Ja, der Rest ist noch Standard. Hier eine Granitflasche, um mich ein bisschen besser zu machen. So, jetzt zu den Waffen. Was haben wir? Wir haben natürlich immer noch die hier, die man irgendwie mal gedroppt ist. Aber vor allem haben wir diese Axt vorher gehabt. Die macht einen guten Schaden, aber halt auch nur für dieses Level. Und hat Killing Strike und so weiter und so fort. Bringt uns das jetzt gerade viel? Nein. Also lassen wir sie liegen. Ich könnte noch vorstellen, dass ich hier über Remote Mine noch ein bisschen arbeiten könnte. Beispiel Remote Mine Conductivity. Oder sowas. Einfach so eine Mine werfen und dann die Buff. Bringt aber auch nicht viel. Und hier noch ein paar Items. Das war mal gut. Können wir aber auch nicht mehr brauchen. Hier ein paar Juwelen. Lalalalala. Ja, cool. Wäre gut. Aber wir sind kein Dual-Wielder, also darum hier auch, bringt uns nicht viel. Aber ihr wollt natürlich sehen, was das Ding so kann. Na gut, Matt Flats kann ich euch jetzt nicht zeigen, aber ich guck mal, Monster Level 56. Wir sind
bisschen über 50 drüber weg und trotzdem ist der Damage so extrem. Bisschen buffen. Bisschen reinlaufen. Und tot. Und tot. Und tot. Wir können hier einfach durchlaufen. Außer da machen wir einfach mal klack, klack, klack. Und ihr seht schon. Klatsch, 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 klatsch. Gut, ein Totem hat's erledigt. Zwei stehen noch, also. Oh nein, oh nein. Granitflasche und alles wegkloppen. Nein. Scheiß Vieh. Noch eins. Ein. Diese scheiß Kisten überall. Oh oh. Oh oh. Oh shit. Lebt das Vieh noch? Ja, jetzt vielleicht nicht mehr. Die Waffe drauf. Ah, da hat's uns erwischt. So tanky sind wir leider nicht, dass wir das aushalten. Egal, was wir da für Flaschen und so haben. Naja, ich habe auch keinen Enduring Cry gemacht, damit wir die 1-2 Sekunden noch überleben. Also, rein ins Getümmel. Debuff drauf und kloppen. Das Ding ist aber auch hartnäckig. Das ist ein verkacktes Monster von diesen neuen. Buffen und weiter geht's. Wir wollen uns jetzt nicht von dem da aufhalten lassen. Fick dich. So, wo ist jetzt diese scheiß Kiste? Da. Wehe, es gibt nichts Gutes. Oh, ein paar Coins. Schade, dass man nicht alles auf einmal einsammeln kann. Das wird mir sehr viel Zeit sparen. Da gab es einen kurzen Leck. Wie ihr sicherlich am Level auch sehen könnt, sind wir schon noch Merciless. Oh, geht's etwa schon wieder los? Noch eine Kiste. Ach nee, das ist die Kiste. Das war die Kiste von gerade eben. Geht doch einfach weg. Klar, wir könnten jetzt auch irgendwas anderes nehmen. Aber wozu? Wenn jemand. Oh nein, nicht schon wieder. Ach nö. Ich hoffe, es sind nicht. Oh doch. Das sind diese Scheißviecher, die einfach immer wieder spawnen. Aber Totem, was das? Man kann also viel spawnen, wie er will. Er wird einfach totgeprügelt. Klatsch, 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 klatsch. Oh nein! Ah, ich dachte schon. Clary. Warum nicht? Kann man nie wissen, wann man das mal wieder gebrauchen kann. Man sieht es einfach so, als ob noch mehr von diesen Viechern kommen. Bam, 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 bam! Ah, nö, wieso nicht? Bam, bam. Oh, Sackgasse. Nee, nee, nee. Das sieht so aus, als könnte das. Oh, es ist nur die Sidequest.
Aber für einen gratis passiven Punkt machen wir die Kerne. Weil es nur durchlaufen, Monster klappen und zurück. Und da hier eh so gut wie nichts überlebt. Und hier haben wir unsere kleine Hierophanten-Passive. Je mehr wir killen, desto stärker werden wir. Um es mal zu demonstrieren. Ja, okay. Kommt immer mehr, kommt immer mehr, kommt immer mehr. Hier, 2K und es geht wieder runter. Und das ist eine witzige Kombo, weil wenn man genau hinsieht, mache ich weniger Schaden als mein Totem. Deshalb, dass hier auch ein Totembild ist. Oh, hat doch Hunger auf Sushi. Komm, noch ein bisschen Sushi. Alchemie-Orb. Fällt mir was ein. Wenn wir schon mal dabei sind. Scheiß auf die Trades. Bisschen mehr Armor. Ein bisschen mehr live. Warum nicht? Warum sollten wir das nicht tun? Komm, wo ist der Boss? Hartnäckige Gegner kann man mal debuffen, wenn es denn nötig ist. Und wenn nicht, einfach wegkloppen. Oh nein, nicht schon wieder. Oh, und dann so eine unnötigen. Aber nein, ich gebe nicht auf. Irgendwas dabei? Nö. So einfach kann man Wellen kloppen. Ist zwar hartnäckig, wenn die dann noch so Spells machen. Aber ich sag mal, es ist nicht unschaffbar. Komm schon. Was? Für 9 Coins? Den Aufwand? Für 9 verkackte Coins musste ich mich jetzt hier durchquälen. Verkackte Boss. Ich meine, komme ich da irgendwie... Ah, ich komme hier rüber. Einfach dieser Clear Speed ist so geil. Ah, ich höre euch schon wieder haten. Ah, damit kann ich doch voll gut AFK fahren. Scheiß auf AFK fahren. Klack, klack, klack. Einfach das Vieh weghauen. Nehmen wir mal mit. So, jetzt dürfen wir wieder zurück und natürlich ausnahmsweise haben wir mal eine Portalrolle dabei. Für all diejenigen, oh, hol dir doch mit deinem Geld ein bisschen Portal-Gem. Scheiß drauf. Und da haben wir ihn. Bullshit. Auch wenn es Five-Link ist. Puff, ist er in unserem Versteck. Haben wir noch was? Ja, wir können unsere Rüstung ein bisschen aufwerten.
So viel hierzu. So viel zu meinem kleinen netten Freund, der alle weghaut. Und damit danke ich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus dem Video rausnehmen. Und danke euch fürs Zuschauen und sage hiermit bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, kommt, wir hauen den Monstern eins auf die Fresse bei Path of Exile.